Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man Camelot mit dem Yamaha MODX synchronisiert, dass man seine eigenen Sounds im Camelot sieht, wenn man den MODX als externes Instrument ansteuert. Ich lösche das jetzt hier nochmal eben. Also, ich habe jetzt hier ein Layer in einem Song. Wie man einen Song anlegt, zeige ich in einem anderen Video nochmal ausführlich. Also, wir haben jetzt hier diese Scene, wo schon ein Test-Input drin ist. Auch das zeige ich nochmal in einem anderen Video. Und jetzt klicken wir einfach hier hinten in der Zeile auf das Plus. Dann erscheint dieser Bildschirm. Man kann jetzt hier Preprozessoren also einbinden. Man kann Instrumente und andere Devices per MIDI-Software-Plugins einblenden und Postprozessoren. Die werden dann anders in der Scene angesteuert. Wir wollen jetzt Instrumente und Devices, deswegen klicken wir da drauf und sehen jetzt, dass wir einmal Hardware-Devices, Software-Instrumente und MIDI-Devices ansteuern können. Ich möchte jetzt ein Hardware-Device, nämlich den Yamaha MODX, ansteuern. Und hier sehe ich eine Riesenliste mit Instrumenten, die ich ansteuern kann. So, wir klicken jetzt hier oben rechts auf Yamaha, wählen dann den MODX aus, sehen, dass wir noch ganz viele andere haben. Und dann kommen wir in diesen Bildschirm hier. In den kommt man auch, wenn man einfach auf dieses Zeichen, wo jetzt MODX, CFX plus FM steht, draufklickt. Dann sehen wir im linken Bereich, in welchem Mode wir sind. Er kann nur Performance Mode. Und dann sehen wir unten drunter die Bänke. Preset 1, Preset 2, Preset 3. So. Und um das Ganze zu synchronisieren, geht man auf eine Userbank. Da seht ihr, dass ich meine schon drin habe. Ich habe das natürlich schon einmal probiert. Jetzt kann man hier oben Search by Preset Name anklicken. Und da rechts neben sieht man einen Kreis mit zwei Pfeilen. Wenn man auf den draufklickt, dann fängt er einfach ganz gemütlich an zu synchronisieren und ist dann irgendwann fertig. Das ist genau dann gut, wenn man das Camelot als Steuerzentrale verwendet und damit den MODX umschalten möchte. Das heißt, man hat quasi, kann dort Songs anlegen und dann über die Setliste den Yamaha MODX ganz, ganz einfach umschalten. Das ist eine super Sache. Und wenn man den Montage hat, ist es noch ein bisschen einfacher, weil man dann auch interne iPad-Sachen verwenden kann und direkt das Audio-Interface des Yamaha Montage nutzen kann. Kann man bei dem MODX auch, aber hier habe ich ja nur den Stereo-Ausgang. So, jetzt ist er fertig. Und wenn ich das jetzt hier anklicke, dann wechselt er am MODX munter die Sounds, und zwar egal, in welchem Mode ich bin. Also auch wenn ich im Live-Set bin, wechselt er die Sounds, und das sieht man da auch. Also dieses Synchronisieren ist ganz einfach. Was ich euch schon mal sagen kann, der Nordstage beispielsweise kann nicht synchronisiert werden. Woran das jetzt liegt, weiß ich noch nicht. Mit dem Roland Phantom habe ich es schon probiert, den habe ich allerdings nicht eingebunden bekommen vernünftig. Das muss ich nochmal gucken, weil der Phantom auch ein bisschen tricky ist, was MIDI angeht. Und den Core Kronos habe ich im Moment eingepackt. Das würde ich mit dem aber auch nochmal probieren, ob das auch funktioniert, und euch dann zeigen. Also Camelot fürs iPad ist auch eine wunderbare Steuerzentrale. Zum Beispiel, ja, kann man im Prinzip so nutzen wie OnSong oder Bandhelper auch, hat aber dann noch ein paar andere Funktionen dabei. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen.